Willkommen zurück in den Minen von Moria. Vier tapfere Zwerge haben im letzten Video, ja, doch, kann man so sagen, einen schrecklichen Ork besiegt, der irgendwie innerhalb von Sekunden tot war. Aber wir sind tapfer. Und damit begrüße ich auf jeden Fall meine Mitstreiter Targaryen, aka Undream, hallo. Hallo. Bardin, aka Janosch, hallo. Ja, hallo. Ah, er legt das Schild weg zum Grüßen. Okay, schade. Und Lumi, aka Lumi. Hallo. Hi. Ich freue mich. Und Ja. natürlich auch hallo an Garin, aka Gabriel. Gerade verhungert, Hallo, aber Gott Mümchen. sei Dank ist das Essen fertig. Aber Ja. pünktlich Wohin? hier. Bei mir Acht stehen hier. Stück? Ja, weil das eine Ja. einfache Mahlzeit ist. Ah, okay. Also kriegt jeder zwei. Okay, alles klar. Ich warte mal, bis ihr fertig seid. Ich will Ja, hier den niemandem Fehler was wegessen. habe ich auch schon mal gemacht. Das ist okay, ich bin mir nicht zu schade dafür, den Kohl zu essen. Würde ich sogar So. tatsächlich Ein machen, weil ich nicht satt Kornmitstreiter. geworden bin. Was? Bei mir Deswegen war habe ich noch immer ein Pilze bisschen dabei. grau am Balken. Deswegen habe ich immer Pilze dabei. Ja, aber von Kohl haben wir so viel mehr und Pilze verkochen wir wenigstens ab und an. Das, ja. So, ich habe immer noch die Okay, dann Sachen nehme ich den. dabei, dass wir in der Base hochziehen können. Und diesmal ist es Super. ja in Norden, oder? Genau, diesmal ist Wollen. es da, wo wir wirklich noch uns Genau. umschauen wollen. Genau. Wollen wir dann aber auch die schwarzen Diamanten mitnehmen? Ja, stimmt, die habe ich nicht eingesteckt. Ich Das habe halt fängt nur die wieder an. grundlegende Ausrüstung für eine Base. Also machen wir jetzt den Plan, den wir eigentlich das letzte Mal hatten, bevor wir zum Orklager gegangen sind. Jetzt Genau. den Plan. Ja, genau. Genau. Es war ja auch eine gute Sache, dass wir den Abstecher zum Orklager gemacht haben. Wie So, viele das heißt aber, wir brauchen gehen jetzt wir? nicht mit dem Karten. Doch, gehen wir mit dem Kartenstein. Drei. Ja, Doch, wir gehen natürlich. in die Da. Minen Ah, von ja, okay. Moria. Ja, ich hab. Das heißt, einen brauche ich noch. Drei Stück muss man mitnehmen. Ganz schön teuer. Für einen Kartenstein drei Steine. Ja, aber wir haben ja auch 20. Also. Und wir können ja auch irgendwann wieder welche abbauen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, irgendwann kommt der Moment, wo wir sagen, wir haben, uns fehlen welche. Ja, und dann wird als Nein. allererstes der Kartenstein in dem Orklager wieder eingerissen. Richtig. Sofort. Ich möchte übrigens erwähnen, dass ich jetzt wieder volle Ausdauer habe. Also so ganz Ich weiß ich noch auch. nicht, wann man wie bestraft wird beim Reisen. Wir haben eine neue Rune, die wir theoretisch nutzen können. Ja, aber kostet Amethyst und Amethyst haben wir noch nicht wirklich. Ah, das haben wir schon mal entdeckt, ne? Oh, ich habe Ausdauer Ja. verloren. Ja, ich aber auch. Also. Aber sie hat sich Okay. wieder voll regeneriert, oder? Nee, der oberste Balken ist weg. Ha. Okay, ich Aber raff's nicht. eventuell wart ihr dann doch nicht komplett voll mit dem Essen. Vielleicht war bei euch auch so ein kleiner grauer Fitzel noch. Das kann sein. Aber ich habe Okay. jetzt Kohl dabei. Also zweifache, einfache Mahlzeit bringt nichts. Es muss doch wirklich eine ordentliche sein. Also die einfache Mahlzeit ist dann halt dafür da, bevor man verhungert. Aber Ja. erstmal hier ganz kurz, damit das Da Bier ist ein geerntet bisschen werden was kann. gestorben. Fleisch auf dem Ja. Boden. Bei dem, was hier alles runterkommt. Und das Gitter war wieder da. Ja. Na Was? schön. Bei Es mir ging nicht. aber schnell weg, also es war entspannt. Es war nur ganz kurz aus dem Augenwinkel zu sehen. Ist das eigentlich Silber oder ist das Mithril? Silber, oder? Silber, ja. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht weit genug. Nee, definitiv nicht, aber es wäre ja schön gewesen. Da lang? Ich glaube, Weiß hier einer? lang. Ja, Oder, geradeaus. ach Wir ja. müssen ganz in den Norden. Ich bin halt sehr irritiert, weil bei mir auf der Minimap jetzt alle Räume einfach dunkelgrau sind. So, und das war jetzt der erste Raum und wir haben dann noch einen Raum gefunden, der genauso aussieht wie der Genau. und in den wollen wir. Genau. Ich bin immer noch der Meinung, es wäre noch ein anderer Raum, aber ich Nee, finde. nee, das ist der Raum, wo unten im Wasser die ganzen Spinnen sind. Ah ja, jetzt, wo wir weiter runterkommen, erkenne ich es. Ahaha. Der Chat würde jetzt schreiben, das, was Lumi sagt. Das hat Lumi gesagt. Sowieso. Genau. Sowieso, ja, ist klar. In der letzten Folge war ich mir da nicht so sicher, das, was Lumi sagt. Da war das so ein bisschen schwieriger. Hä? Aber Wieso? nee, Ich stimmt, doch in der andersrum. letzten Nein, andersrum. Folge. Stimmt, genau andersrum. Nein, Da das, wird was mir Lumi wieder gesagt hat. Dinge unterstellt. Nein, Also. nein. Ich habe mich gerade revidiert. Ich, du hast recht. Ich war ja. Niemand unterstellt dir was. Das sind Tatsachen.
Ich nehme meine angestammte Rolle als der Verplante wieder ein. Was? Ich hab mich getauscht. So. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo man hier lang. Ich glaube, konnte. Hier lang bei dem anderen Lila, beim zweiten Mal Lila, oder? Die Sache ist die, unten sagt es, dass es weitergeht, oben sagt es, dass es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Nee, wir müssen nach oben, wir müssen hoch. Nicht müssen wir lang. Vielleicht bei dem Ork lang? Also hier bei dem anderen Ork, den wir auf halber Höhe bekämpft haben, war das der Weg? Ich habe keine Ahnung. So, hier sieht es so aus, als würde es hier weitergehen. Immer wenn ihr die Map öffnet. Ja. Ja. Wir wollen, da ist halt, wir sind jetzt ja gerade in dem weißen Raum. Ja. Eins, der vorletzte ganz im Osten. Ja. Und wir wollen in den hellen, angemarkerten weißen Raum ganz im Norden. Ach so. Das heißt, da nach rechts ist nicht der richtige Weg. Okay, nee, dann nicht. Okay, ich habe keine Und da Ahnung, es hier wo ihr unten wollt. Nicht nach Norden geht, wenn man hier unten ist, da ist kein Gang. Also ich habe keinen gefunden jedenfalls. Also wenn du unten, wenn man die Map aufmachst, dann war es doch der Ork-Raum. Eins, zwei, drei Räume, dann hast du einen Raum, der nach Norden hochgeht und dann wieder einen, der nach Osten weggeht. Und dann ist doch da wieder so ein Verbindungsstück. Also ich weiß leider nicht, in welche Räume du meinst. In dem, egal. Ich gehe mal ganz kurz bei dem Trollraum gucken und dann, ihr könnt ja in die andere Richtung gehen. Ich komme sonst, wenn ich falsch gelaufen bin, wieder zurück. Weil ich glaube, Lumi und die Karte sind keine Freunde und ich bin der Karte auch kein Freund. Ich habe meine Karte eingenordet und ich habe mir halt extra in der Folge, als wir den gleichen Raum nochmal gefunden haben, extra gemerkt, dass wir in diesen oberen nördlichen Raum rein müssen, wo noch ein Abzweig nach rechts geht. Und den haben wir uns noch nicht genau angeguckt. Ich bin verwirrt. Und ich habe diesen Schattenfluch. Warum? Weil du reingelatscht bist. Ich bin Weil auf doch hier die Holzdinger zu ja. flach sind. Ja. Und ich glaube, Lumi hat recht. Denn hier ist ja auch. Hier ist eine Sackgasse. Lila. Na, hier müssen wir hier wieder rein. In dieses Ding. Ja, genau, genau. Okay, ich bin wenigstens nicht die Einzige, die den Schattenfluch hat. Nee, ich hab auch. Ah, verdammt. Ich dachte, jetzt hört früher auf. Du hast immer auch so ein leises Einflüstern dabei. Mhm. Mich total an von der Schlangenzunge. Ey. Der böse, böse Mensch. Man hört das lustigerweise auch, wenn man selber den Fluch gar nicht hat. Ja. So, echt? Und hier geht's jetzt weiter. Ja, wir hören, dass ihr beeinflusst werdet. Deswegen können wir nicht mehr ernst nehmen. Jetzt und nicht mehr. Jetzt haben wir hier doch diesen Raum, der genauso aussieht, ja, oder nicht? Genau. Also das doch, ja, das, was genau. Lumi sagt. Ja. Aber geht's hier auch weiter? Das ist die Frage. Laut der Karte, ja. Genau, eben. Ja, laut der Karte geht's halt auch in den anderen Räumen weiter. Ja, natürlich, aber wir hatten halt uns konkret vorgenommen, uns hier nochmal umzugucken. Okay, alles klar. Lumi, wie war das denn mit der Karte einordnen? Wo war das denn? In den Einstellungen. Vorsicht. Au, verdammt. Ja, da ist das. Da bin ich schon reingelaufen, als das anfing. Das war doof. Ja, direkt unter den Spieloptionen, ja. Ja, ich hab. Und ohne Einnorden, finde ich, verläuft man sich hier wirklich sofort. Ja, ich vermag das eigentlich gar nicht, aber ich muss mich glaube ich, einfach dran gewöhnen. Kommt man hier denn überhaupt durch? Wo sollen wir denn die Base hochziehen? Ich nicht. Na, wie gesagt, ich würde dann gehen. Ja, ein Stück weiter, ne? Ja, oder? Ach, da oben! Wir müssen ganz nach oben anscheinend. Okay. Da, wo das Wasser herkommt. Ich lauf nicht vor. Ich schubst bloß wieder irgendwen. Aber du schubst doch vor allem, wenn du nicht. Ja, also, ich lasse aber mit Absicht sehr viel Abstand. Jetzt lass ich's. Waren wir hier schon mal? Ja, ja, hier waren wir schon mal. Hier oben? Was? Runtergekommen sind wir hier nicht. Ja, 100 pro. Das ist nicht der gleiche Raum. Oh Gott. Das ist ein anderer Raum. Doch. Das habe ich schon vorgebaut. Hier war ich schon. Ich bin hier schon hochgeklettert das letzte Mal. Für alle, die sich hier überzeugen wollen, vor zwei oder drei Videos war mich genau diese Diskussion auch schon mal der Fall, dass dieser Raum einfach genauso aussieht, dass total doof ist, dass wir aber hier andere Eingänge haben und dass die Spinnen hier nicht sind unten vor allem. Moment, dann würde ich noch mal eins davor setzen wollen. Oh Gott. Das sah gerade gefährlich aus. Es funktioniert nicht sehr gut hier. Ah, oh, ich habe keine Rohstoffe mehr. Warte. Oh, okay, da braucht schon jemand.
So. Oh, verdammt. Ganz so viel Holz habe ich jetzt heute dann doch. Oh, Entschuldigung. Oh, oh. Wir ja, haben Beste. Ach, wenn die jetzt kommen, fallen die einfach runter. So. Ich glaube, das sind jetzt ein bisschen zu viele übereinander, ja. Oder? Ja. Ja, aber die snappen halt nicht richtig. Was soll ich denn machen? So. Und das ist hier auch gerade ein bisschen eng. So. Das sieht nicht so gesund aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, und hier waren wir mich noch nicht. Nee. Genau. Und hier oben ist auch eine Statue. Das ist nämlich ein Raum, der exakt genauso aussieht, aber neu ist. Aber der hat uns keinerlei Dings gebracht, sondern nur Kohle und Eisen. Yay. Ja, ja. Mhm. Repariert ist repariert. Jetzt so, wir, glaub, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir weiterkommen und wie wir am besten hinkommen. Eigentlich eins wieder runter und dann in der Mitte die, das Gerüst hoch, würde ich sagen. Und aber hier die andere Seite. Ein Weg lang. Also man kann hier durchlaufen. Ist ja ein bisschen abenteuerlich, aber sicher, abseits von der Klippe. Tagen, hier ist noch eine Statue auf der anderen Seite von der Mitte. Und hier ist der Weg zum Durchbuddeln, glaube ich. Hier können wir uns durchgraben. Ja. Okay, ich bin einmal drumherum. Ah, nee, hier ist aber das ein Bienenstock. Achtung, Lumi, das hört sich nach Orks an, die dahinter sind. Goblins. Nicht zu tief. ihr solltet in die andere Richtung laufen. Oder könnt ihr hier lang? Warte, ich mache einen Vorsprung. Okay, weil die andere Richtung ist begehbar und sicher. Wir wollen den komplizierten Weg. Okay. Wir machen eine Abkürzung. Halt, warte, ich hab noch nicht... Nein! Oh Gott! Was denn? Oh Gott! Ich dachte, du fällst. Es ist schon sehr knapp. Ich habe auch kurz Angst gehabt, aber ich dachte... Das kannst du doch mit mir nicht machen. Tut mir leid. So, das ja, hat ja, ja funktioniert. Ja. Aber guck mal, die haben recht, der andere Weg wäre einfacher gewesen. Ja. Na, so können wir jetzt von beiden Seiten lang. Oh, so, ja. Auf der anderen Seite. Und Janosch hat auch direkt durchgebuddelt, obwohl deswegen wir... Deswegen hatte ich doch gerade gesagt, nicht durchbuddeln. Ach so. Das hab ich ja. Aber das hast du nur zu mir gesagt und nicht zu Janosch. Ja, Entschuldigung, dass ich dachte, dass wir alle zuhören. Ich wiederhole, ich möchte meinen Thron zurück als der Verpeilte der Folge. Mhm. Ich arbeite da sehr hart dran. Nein, ich habe wirklich nicht mitgeschnitten, es tut mir leid. Hier fehlen noch Steine, ich habe nicht genug Steine dabei. Ja. Hinab in die Tiefe, ein Weg hinab in die Tiefen. Die Luft trägt einen Hauch Fäulnis in sich. Ein Zauberer sucht nach Trein. Gandalf. Ui. Der war wirklich überall. Mhm. Ja. Ich hab's in den eingestürzten. Überall die Steine verschandelt. Jetzt haben wir ja ganz schön viel zu erforschen. Okay, also hier geht es in alle Richtungen tatsächlich. Macht das Sinn, hier den Stein hinzustellen? Hier genau in der Mitte, wo auch schön Licht ist? Ich gehe noch mal ganz kurz da hier ich weiter rein. Hier ist auch noch eine Statue. Guck mal, hier ist so eine Sackgasse in der Ecke. Hier muss man sich durchbuddeln in den nächsten Raum. Hier hinten ist auch noch mal ein bisschen was. Also ist auch noch mal eine Statue, die man reparieren muss. Ja, also ich finde es jetzt hier so in diese Ecke hier, ist doch ganz nett. Ja. Weil bis wir hierhin wieder hinlatschen. Da fallen unangenehm. Über die ganzen und Brücken und so. Wieder nur so ein Notfalllager? Ja, würde ich sagen. Okay. Ja. Dann sparen wir uns auch die Diskussion, ob das der gleiche Raum ist oder der neue Raum, wenn wir da einfach gar nicht mehr durchlaufen müssen. So. Auch mit Reparaturstation und allem? Würde ich fast sagen, ehrlich gesagt. Okay. Naja, Reparaturstation kann immer ganz gut sein. Okay, die Frage hat sich erledigt. Wieso? Brauch Eisenbarren? Ja, okay. Ich würde erstmal den bereits geöffneten Gang lang gehen, oder? Bevor wir uns durchbuddeln. Ja. Dann wissen wir zumindest, dass wir da noch nicht waren. Da ist auch wieder eine Statue zum Reparieren. Ich habe nicht genug Steine. Es wird schon Nacht. Ja, Zwielicht. Ich sollte genug Steine haben.
Ich habe hier ist auch eine Eisenader, welche. Von daher. Zwei habe ich auch noch dabei und sie sind auch da jetzt zum Klopfen. Wow. Ja. Da sind Spinnen. Mach schon. Ich komme. Brauchst zu lange. Alle tot? Okay, hier sind. Hier ist genug. da sind noch mehr Spinnen. Nee. Ich bin gerade am Reparieren. So, da habe ich ja aber auch nicht mehr genug für. Ich mach schon. Ist da hinten noch ein Spinnspawner? Oder was ist das da hinten? Also auf jeden Fall was Lilanes. Lila finde ich nicht gut. Das sieht so aus wie lila Dampf da ganz hinten. Ach so, ja, das ist nur. Aber die Höhle sieht doch so anders aus, ne? Aber es wird Nacht. Ziegen. Ja. Dann lasst uns doch mal zurück teleportieren und uns das am nächsten Tag anschauen. Jupp. Aber keine von den Statuen hat jetzt irgendwelche Dinger gebracht, ne? Ich könnte sonst auch hier unten ein paar Betten setzen. Nee, ach Quatsch. Nee, da müssen wir ja hier unten auch kochen und alles. Das ist ja Quatsch. Dann müssten wir schon eine richtige Basis aufbauen. Weil da brauchen wir auch definitiv Essen. Ja. Also zurück hier hin. Was war das? Lager 3, Minen von Moria. Deswegen habe ich gerade ein Horn gehört. Es ist dieses hier auch. Okay. Ja, genau. Dann ist ja alles gut. Müssen wir ja nicht irgendwo. Fledermaus? Okay. Ja, Fledermausdung. Werde ich herbestellen. Brauchen wir, um Pflanzen anbauen zu können. Hey. Sehr wertvoll. Ja, brauchen wir aber auch Granit. Das ist halt ein bisschen das Thema. Denn wir brauchen beides noch, wir haben von beidem nicht genug. Oxy, nein. Kommst du, sag mal, was an Nein hast du nicht verstanden? Jade, ja, gerne doch. Ich habe einen Ork in den Stein gebackt aus Versehen. Aber der rührt sich nicht mehr. So, noch einer ohne Fahrschein? Nö, Lagerung ist zu Ende. Geht doch. Dann reisen wir zurück ins Elbenviertel. Es fühlt sich alles nicht so ganz nach einer Zwergenheimat an, oder? Nee. Ich habe es Truhe gestellt. Besser? Nee. Ich finde, das Elbenviertel könnte jetzt inzwischen auch, weiß ich nicht, Garinviertel oder so heißen. Es ist unsere Heimat. Elben sind schon lange nicht mehr hier. Ja, aber sie könnten ja wiederkommen. Nein. Doch, und dann möchte ich nicht, dass sie den Rest der Mine verseuchen, sondern dann dort bleiben, wo sie hingehören. Wenn wir schon ein Lager haben. Verseuchen? Oh, ich bin direkt vor dem Bären gespawnt worden. Das freut mich. Ja, ich bin gar nicht so weit weg von dir. Wollen wir den Bären tot machen, oder? Ach, Quatsch. Der Bär. Nein, nicht herstellen. Reparieren. So. Dann einmal nach Hause rennen. Es ist ja schon Nacht. Hallöchen, Barin. Ich folge dir mal, du kennst, glaube ich, den Weg. Ja, der ist ja nicht schwer zu erkennen. Wir müssen hier dringend nochmal aufräumen im Elbenviertel, das geht so gar nicht. Mhm. Also. Und ja, das sieht nicht so schön aus. Können wir das nicht den Elben machen lassen, wenn die wiederkommen? Nee, dann drücken wir noch die Mietpreise. Sind sie dann wieder gut genug? Ja. Nee, dann drücken sie nur die Mietpreise. Nee, lass mal. Das nennt man Kooperation, Handelsvereinbarung. Stopp. Wir vermieten das Elbenviertel an Sie, nicht Sie an uns. Ja, richtig, aber dann drücken Sie den Mietpreis, wenn wir sagen, ihr müsst noch wegräumen. Ja, aber danach können wir ordentlich aufschlagen, weil ja dann die Wohnumgebung deutlich besser ist. Ja, aber du musst es so sehen, wenn sich hier Elben einsiedeln, dann ist es so, dass die ganzen Zwerge nicht mehr so viel Miete zahlen wollen, weil es ja eine schlechtere Nachbarschaft dann ist. Genau. Wie fies.
Nein, angemessen. Fies. Angemessen. Angemessen. Wir sind Zwerge. Fies. Was erwartest du? Warum soll ich mich denn mit Gastfreundschaft? Den... Gastfreundschaft? Ja. Das hat in der Vergangenheit ja auch geklappt. Ja, wenn sie mir genug zahlen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Ordnung in den Thron ist dahin. Nö, ich habe da eigentlich nichts geändert. 4 Milliarden Pilze. Hat er schon mehr Garin, du musst was essen, du nimmst schon Schaden. Ich weiß. Ich hatte gehofft, dass das Bier irgendwas daran ändert. Gut, dann ein Bier ersetzt also eine Mahlzeit, ja. So. Ja. Ich habe einen Pilz gegessen, das muss reichen. The light gives me hope. Naja, wenn er meint. So, und diesmal wieder eine ordentliche Mahlzeit. Yep. Aber das dauert dann wieder. Ja, ein kleiner Blick. Wir haben hier Morgendämmerung noch aktuell. 2 Minuten. Ja. Besser als gar nicht. So. Ja, lieber die 2 Minuten warten, als hungrig in den Tag zu starten. Genau. Schön gereimt. Lumi kann. Danke. Also was habe ich denn? Kohle habe ich noch und Stahl habe ich noch. So, ich habe jetzt auch mal Eisenbahn mitgenommen. Dann können wir unten die Reparaturstation bauen. Okay. Falls da Bedarf besteht. Finde ich mich jetzt hier aufgekommen. Das wollte ich gar nicht. Sehr sportlich. Ich sage, ich bin der Kletterzwerg. Ja, aber dann sollte man auch immer dafür sorgen, dass man dann auch wieder runterkommt und nicht festhängt. Keine Katze. Raufkommen und nicht wieder runterkommt, gilt nicht. So, aber einen Kartenstein wollen wir nicht machen, ne? Nee. Nö, aktuell nicht. Ja, Kartenstein haben wir ja. Okay. Genau, von dem Kartenstein ist da vorstellen jetzt erstmal da die ganze Umgebung und dann können wir ja immer noch sagen, ey, wir bauen irgendwo einen neuen, weil der Weg wieder zu weit wird. Aber wir sparen uns ja jetzt schon richtig viel Weg. So, ich habe mal neue Trockenfrüchte angesetzt, aber das dauert zu lange. Nur, dass wir sie dann am nächsten Tag nicht vergessen. Gute Idee. Man kann aber auch nicht so richtig zwischen den Höhen wechseln in der Karte, ne? Nee. Ist ein bisschen... nervig. Aber zumindest wüsste ich jetzt aktuell nicht wie. Man hat solche Filter mit über mir und unter mir, ja, aber man sieht sie nicht auf der Karte. Also es ist halt irgendwie. Ja, danke. Das hilft ja gar nicht. Ich finde die nicht intuitiv genug, ehrlich gestanden. Nee. Essen. Also dafür, dass es eine Karte ist, die aus quadratischen Räumen besteht, ist es irgendwie sehr umständlich. So, nur eine Mahlzeit für jeden, bitte. Ja, Bardi ist irgendwie auf dem Tisch unterwegs. Ja, ich weiß nicht genau. Füße vom Tisch. Ja. Tut leid. Also, ich habe dich frisch gewaschen letztes Jahr. Du warst damit in Orkblut drin. Schäm dich. Aber das desinfiziert doch. Das ist unhygienisch. So, Sehnsucht nach Heldentaten. Ja. Genau. Minen von Moria 2, richtig? Ja. Also jedenfalls reise ich dahin. Ja, ich auch. Und ich bin auch irgendwo angekommen. Ha! In der Nähe des Steins. Oh, sehr schön. Da gehen vier dort. Also. Ja, ich musste gerade noch warten, bis dieser Balken da auch gedeckt hat. Der war immer noch so halb durchlässig. So. Ups. Oh, hier sind die Schriftrollen eines Waldläufers. Okay. Wann ist hier ein Waldläufer langgelaufen jetzt in der Nacht? Weil gestern war es ja definitiv noch nicht. Doch, das hätten wir ja wohl gesehen. Ja, das hatten wir gesehen. Gesehen. Gesehen habe ich sie tatsächlich nicht. Wir hätten es gesehen. Sie wurden nur ganz kurz angezeigt, als ich beim Klettern war, aber dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Siehst du, also waren sie nicht da. Ach stimmt, hier wollten wir weiter. Jetzt auch schon wieder. Wir warten ein wenig durchs Wasser. Da. Entschuldigung, ich habe mich in den Tod gestürzt. Okay. Was? Man kann ja nicht durchs Wasser.
Oh, nicht? Nee, ich dachte, es wäre tief, also nicht so tief, aber es ist zu tief. Aber du lebst dann? Man muss am Weg dran vorbei. Ja, ich war aber kurz im Wasser. Ach so. Dann, und bin hier wieder gespawnt. Oh, hier ist Eisen. Nimmt man mit, wenn es sein muss. Ich finde das gut. Man kann einfach mitsingen, ohne die Arbeit zu leisten. Was? Ja, das ich habe eine Axt in der Hand. Ich habe nichts gemacht. Stimmt, ich kann auch mitsingen. Ihr macht das toll. Ist nicht hoch genug. Oh, ich kann es echt nicht einschätzen hier. Das ist aber nicht rast an, anrastet hier. Ja, nee, das rastet an der Wand. Du kannst aber mit dem Mausrad so ein bisschen vor und zurück da ein bisschen variieren. So. Ja, jetzt ist gut. Brauchen wir mal Steine? Das ist ja ein Dings. Oh, oh. Achtung, Gummi, oh, oh. Du bist... Ja, ich habe den gerade verbarrikadiert. Ja. Das war ein schlechtes Timing. Okay, hier sollte man auf jeden Fall nicht lang, weil hier ist verseucht. Nein. Das ist auch, das ist der Rückweg. Oh Gott, ich wäre fast gestorben. Da kommen wir ja her. Ja, ich hab's gesehen. Was ist denn da? Nee, okay, hier kommt man nicht weiter. Hier ist tatsächlich nur eine Erzader. Ja. Die Map sagt dazu auch korrekt. Das ist eine Sackgasse. Hm. Also müssen wir doch durch die lila Suppe? Ja, aber nee, auf der anderen Seite würde ich eher durchgehen. Genau. Edelsteine. Ja. Können wir nicht. Oh, wir haben Besuch von einem Bären. Ich weiß, mach ich mal kurz drum. Ich komme, ich will auch. Lass mir noch was übrig. Also wirklich. Oh, er ist platt. So, dann geht's dort mit mich da hier weiter, ne? Hier unten, ja. Nee, hier gegenüber. Gegenüber, wieso wollt ihr in die Suppe? Ich meint ihr nicht, dass man sich gegenüber durchbuddelt? Nicht laut Karte, wir können es probieren. Also laut Karte nicht? Nee, da hat... Nee, okay, ja, hä? Das ist nur eine Erzader. Das ist noch ein Raum vorher. Ach so, okay, ja, hier laut Karte geht es hier überhaupt nicht weiter. Warum wollt ihr zur Suppe? Da auf der anderen Seite waren wir doch. Was ist? Weil das ist ja derselbe Fluss. Ja, aber ich habe vermutet, also, dass vielleicht bei der Suppe irgendwie noch was versteckt sein könnte. Das ist auf jeden Fall ein Vogelnest oben. Da könnte man... Barin, Lumi hat doch festgestellt, wir können nicht schwimmen. Ich bin doch draußen, ist doch alles fein. Bei mir sah es gerade so aus, als wärst du genau in die Fluten gesprungen. Nein, ich habe mich nur die Füße ein bisschen nass gemacht. Es wurde sich ja beschwert, dass ich mit dreckigen Füßen auf den Tisch bin. Deswegen dachte ich, ich verstehe mal wieder. Auch mit sauberen Füßen kommt man nicht auf den Tisch. Manno! Egal, was du machst, niemand lässt deine Füße auf den Tisch. Mann. Füße gehören einfach nicht auf den Tisch. Ganz einfach. Deswegen, liebe Zuschauer, diesmal Eier nicht drin. Daumen nach oben, sondern Füße nach oben. Yay! Yeah. Genau. Oh, der war, oh Gott, der war erstaunlich nicht schlecht. Gut. Ja, der ist echt nicht schlecht, muss ich ja zugeben. Oh, die Ratte hat mich erschreckt. Mann, ne? Ja, wären wir in einer anderen Welt, hätte ich vor Ratten auch Angst in der Größe. So, hier geht's auf jeden Fall durch. Hier soll's durchgehen. Okay. Ah, hier geht's sogar durch. Ist immer noch woanders, wo ich denke, aber die mehr. Hab ich doch gesagt. Ich komme, ich folge. Wir folgen dir. Was sind das hier für komische Pilze da auf dem Boden? Ich will sie einsammeln und essen. Ja. Ja. Ne? Nicht einsammeln? Alle Pilze sind essbar. Ja, ist das hier alles zum Weggraben? Yep. Scheint das so. Das ist korrekt. Das ist ganz schön viel. Ja.
Die Frage ist, ob das irgendwo hinführt, weil laut Karte nicht. Bei mir schon? Ist da nicht so ein Weg? Da ist der gleiche Weg, der die ganze Zeit auch schon war. Nein, bei mir auch nicht. Ich guck mal. Okay. Nee, doch. Bei mir ist da so ein kleiner, angedeuteter Weg. Ja, tatsächlich, da hat sie recht. Ich bin jetzt hier gerade im Eisenerz. Du hast den richtigen Weg. Du hast den richtigen Weg. Das ist der Weg, glaube ich, wo es weitergeht. Der Raum neben unserem Lager führt auch dorthin. Oh, ich habe Durchbruch. Du hast einen Durchbruch? Aber das ist eine reparierte Statue, also ist das nicht so sehr sinnvoll. Das ist gut, wir haben uns in einen Kreis Ja, du bist in den Anfangraum zurück. Ja, ich sehe es gerade. Wir können es ja komplett abbauen, dann sorgt das auch nicht mehr für Verwirrung. Also hier geht es auf jeden Fall runter. Nee, aber dahin, wo es weitergehen soll, geht es tatsächlich nicht weiter. Oh, Entschuldigung. Oh. Ja. Da wird mir einfach der Boden unter die Füßen weggespitzhackt. Ich wollte nur aufräumen. Ja. Da wollte jemand Garin aufräumen. Nein, schon. Ich wusste nicht, dass er da ist. Also das mit eurem Kistenthema, das geht schon ganz schön weit, wenn du schon anfängst, die Zwerge aufzuräumen. Ja. Ich glaube, dann ist es doch eine Zwangsstörung. Rein in die Kiste zu. Jetzt. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich nichts. Nö. Wir müssen, glaube ich, in unseren Feuerstartraum. Da ist noch ein Weg offen bei mir auf der Karte. Aber angeblich führt dieser Raum auch dorthin. Nee. Da ist ein Pfad. Nein, da ist kein Pfad. Wo ist denn da ein Pfad? Also ich sehe auch keinen Pfad. Nein, definitiv nicht. Ich sehe da keinen. Westlich. Schon. Und südlich angeblich. Nee, wenn wir nach westlich gehen... Ist es so ein Raum, der in alle Richtungen geht? Bedenke, dass Ausgegraut eventuell auf einer anderen Ebene ist, oder? Ja, das kann auch sein. Ach so, es ist leider ausgegraut und noch nicht erforscht. Das ist leider beides gleichzeitig. Das macht es so ein bisschen schwierig. Das ist sehr verwirrend. Ich bin der Meinung. Ja. Ich glaube, so langsam verstehe ich die Karte, aber ich bin der Meinung, hier rechts geht's weiter jetzt. Und da ist auch ein Weg. Und da ist auch was da hinten durchgraben. Ja. Wir haben da schön Schweizer Käse draus gemacht. Ja, ich wollte hier einmal im Kreis rum, um zu gucken, dass hier auch auf der Höhe nichts ist, wo man lang kann. Hier ist man cool. Und bei unserem Kartenstein war ja rechts wirklich ein Ort zum Durchbuddeln. Ja, da. Genau. Den wir ja extra noch geschlossen hatten. Oh, alle weg. Ich gehe mal zurück. Ihr habt Takei zurückgelassen. Nein, wir haben kein Zwerg wird zurückgelassen. Niemals. Doch nicht. Komm her, du Ratte. Das ist auf jeden Fall ein Raum, wo man lange braucht, wenn man alles abbauen möchte. Oh, das klingt nach einem Fall für mich. Ja, also grundsätzlich finde ich solche Räume eigentlich auch ganz cool. Wenn wir mal Steine ich wünschte, haben. Das Abbauen würde besser funktionieren. Ja, aber das kennen wir auch schon aus anderen Spielen, wo du so frei buddeln kannst, dass das manchmal ein bisschen tricky ist. Seid ihr alle da? Da finde ich My Time mit Porsche schön. Da gibt es auch so einen Bereich zum Freibuddeln, der aber stark beschränkt ist. Und da kann man wirklich jeden Pixel abbauen. Das ist so toll. Okay, da geht's mal weiter. Spinnen. Da oben sind Spinnen da vorne. Die können wir ja schon mal wegmachen. Drei Stück hier. Nochmal. Ja. Hast du sie? Sehr schön. Ja. Ah, verdammt. Die ist geschlüpft. So. Hier ist nochmal so eine kleine. Die Naturfaser kann ich nicht mehr mitnehmen. Hat noch jemand Platz? Ja, kann ich machen. Hast keinen mehr? So, aber warte. Hier ist der schöne Granit. Ach, wie gern würde ich ihn abbauen. Ja, also hier ist noch ein kleiner Raum, wo man reinbuddeln kann. Da hat Lumi schon reingebuddelt, okay. Ja, da ist einfach nur toller Granit.
Ah. Ja, ich verstehe. Also auf der anderen Seite ist ja auch noch mal ein kleiner Raum. Ich glaube aber mittlerweile, dass ich die Karte halbwegs verstanden habe. Und ja, ja. Lumi hat recht, das mit dem einen Norden, mit dem gerade sitzen, ist echt wichtig. Hm. Auch wenn ich das persönlich immer noch nicht mag. So, und hier ist auch noch wieder diesen Fels. Der führt uns doch hier, also wieder hier zu. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Ich sehe doch Targaryen dahinter dem Zinn. Ja, ich mach gerade noch diese Dampflöcher zu. Nicht, dass noch einer von uns daran stirbt. Und ich stehe vor der Stelle, wo wir uns durchbuddeln können. Und ich habe immer noch eine Frauenstimme. Naja. Naja, wer hat hier die größere Flamme? Ach so. Ich fand nur, es ist gerade in der Aufnahme etwas dunkel, deshalb. Ja, das bringt auch nur tatsächlich dem Träger wirklich was, finde ich. Und den Zuschauern. Nein, ich meine das Licht von meinem Helm. Ach so. Das bringt den Zuschauern leider gar nichts. So. Was? Wer redet da? Ach, das war nur ich. Okay. Nein, das war ein Ork. Targaryen? Okay. Ah, okay. Alles gut. Ich habe mich nur erschreckt. Alles gut. Okay. Da sind sie doch auch. Mhm. Azogs Nachfahr. Oh oh. Hallo, Azog. Targaryen ist übrigens auf einer anderen Seite. Nur so zur Info. Ja, man kann die flankieren von hinten. Achso, okay. Nachfahr, da haben wir eh nochmal eine Rechnung offen, nicht wahr? Du kleiner Mörderverein. Aua. Ich heb mal hier die Nachhut auf, die uns von hinten angreifen will. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Wow, das neue Schild ist ja richtig gut. Okay. Ich komme. Habt ihr es bei euch? Vorsichtig. Oh, danke. Ich dachte, er wäre tot. Ja, nee, war er nicht. Das Übliche halt. Der geht gar nicht kaputt. Das Wappen ist wieder kaputt, mal hier, ne? Hm? So? Ja. Der Schild geht nicht kaputt. Genau. Das ist doch cool. Der geht nicht kaputt. Genau, deswegen das sind wahrscheinlich die Meister. Ja, hat genau. Jemand auch Platz für den Schlüssel hier? Ja, kleiner Blick. Obwohl, nee, ich habe keinen Platz mehr. Hier gibt's lecker Essen in der Truhe. Waldläuferzeichen. Wup, wup. Hat Lumi gesagt. Ich habe das gesagt. Hm? Ui, Kram. Also wer auch immer den Ork-Schlüssel hat, der sollte vielleicht auch die Truhe aufschließen. Moment. Ja, die Truhe ist nicht diese hier. Achso. Hier unten. Sonst hätte ich sie ja nicht schon looten können. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Die Truhe da. Ah. Hier ist eine Feuerstelle. So, in der Truhe befindet sich Saphir, Iolit, zwei schwarze Diamanten, Stahlbarren, Münzen und Tagebuch eines Waldläufers. Allerdings bin ich fast komplett voll. Das ist das Wichtige mit den schwarzen Dinger. Ich habe ein Tagebuch gefunden, das wir restaurieren können. Wir brauchen 5 Tagebuchseiten. Haben wir. Locker. Ja, und hier drin ist auch noch welche. Komplett leer. Ja. Ich habe eins dabei. Eine Seite. Lumi, hast du noch Platz im Inventar? Ja. Kann ich irgendwas rausschmeißen? Die... Ach, oh. Ja, das wollte ich gar nicht, aber okay. Gut, dass das auch geht. Was hast du das Bettzeug restauriert? Ja. Ja, ich habe mich dagegen entschieden. So, aber ich kann ja die 2 Seiten, die ich habe, hier mal investieren. So, jetzt fehlen nur noch 3. Das ist ja super, unser erstes Tagebuch. Ich frage mich an, wie vielen wir vorbeigerannt sind. Hier oben liegen Naturfasern, falls da noch jemand was frei hat. Schmeiß mal eine Seite hier raus, Lumi, da wo ich stehe, wenn du nicht... Ja. Genau, da. Entschuldigung, ich kann nicht überall hinrennen und alles für euch einsammeln.
Entschuldigung. Ich habe einfach zu viel Zeug. Die Truhe einzusammeln, die Sachen, die noch in der Truhe sind, die Naturfasern soll ich einsammeln, schnell zurück die Tagebuchseite holen. Eieiei. So, noch zwei Seiten fehlen. Mhm. Aber haben wir nicht noch Seiten im Lager? Ja, haben wir. Aha. Das heißt, zurück zum Lager, Seiten holen und wieder her? Es ist schon Zwielicht. Das werden wir vermutlich auf den nächsten Tag schieben müssen. Ja, ja, das dann wird dann in der nächsten Folge passieren. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das wird nämlich, ich habe so das Gefühl, so langsam kriege ich das Gefühl, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja. Das heißt, liebe Zuschauer, ihr müsst dann die nächste Folge anschauen, wenn ihr sehen wollt, wie wir dieses Tagebuch restaurieren. Und das wird cool. Ich glaube auch, ich bin sehr gespannt. Da haben wir ja schon wie viele Folgen eigentlich alle aufgewartet, dass wir endlich das Tagebuch finden. Ja. Ja, vor allem gibt es davon ja mehrere und die laut Beschreibung sind immer in der Nähe von den Seiten. Und das war halt bisher noch nicht der Fall. Bis jetzt haben wir es noch nicht gefunden, dass es in der Nähe ist. Ich habe in der Nähe der Seiten mich immer sehr aufmerksam umgeschaut. So. Ah, ich komme jetzt euch wieder runter. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn Garin? Ich bin oben rauf und hab mal ganz kurz geguckt, aber ich bin dann mal wieder zu euch zurück. Vor allem Abenddämmerung. Yep. Da muss man ja nicht noch. Okay, wie mein Zwerg springt gerade, scheint die Schwerkraft hier eine andere zu sein, als man es normalerweise denken würde. Liegt an austretenden Gasen aus den Untergründen der Mine. Genau, irgendwie sowas. Aber atmen können wir zum Glück problemlos, wir sind ja Zwerge. Genau. Naja, wenn wir es überlegt haben, dass Garin Kohl gegessen hat, bevor er ins Bett gegangen ist, schaffen wir das auch. Habe ich nicht getan. Nee, hat er ja nicht. Komisch. Wollte er ja nicht. Dann war es jemand anders. Ich habe definitiv auf euch Rücksicht genommen. Du weißt schon, offenes Feuer und Kohl vertragen sich nun mal nicht. So, alles wieder Kartenstein. Aber ist ganz angenehm. Ja, dass wir hier jetzt den Kartenstein haben, weil sonst würden wir hier auch noch Ewigkeiten hin und her rennen. Ja, auf jeden Fall. Wir hätten niemals so viel geschafft ohne die Kartensteine. Ja. Sag ich ja, dass wir da nicht schon früher drauf gekommen sind, ärgert mich ein ganz bisschen. Da sind wir ja schon. Wir haben ja bei den Minen schon ein Lager platziert, deswegen. Stimmt allerdings. Also so ist es ja nicht. Wir haben es nur noch nicht so exzessiv gemacht. Ja. Wir hatten das Thema schon öfter angesprochen, aber nie gemacht. Richtig, weil uns das auch ein bisschen zu teuer war. Ja, aber mittlerweile haben wir halt genug Diamanten. Ja. Die meisten mal bekommen, als wir das Orklager da platt gemacht haben. Aber warum funktioniert der Kartenstein hier nicht? Müssen wir den einmal abreißen und neu bauen? Das ist der einzige Kartenstein, wo man immer irgendwo rauskommt. Das mit dem Abreißen ist vielleicht eine gute Idee. Den hatten wir ja schon, bevor das letzte Versionsupdate kam, ne? Ja, vor allem ist der restauriert und nicht neu gebaut. Wobei, was aber auch sein kann, Leute, das hier ist ein großer Raum auf der Karte. Alles andere, wo wir Kartensteine haben, sind kleine Räume. Hm. Könnte auch daran liegen. Dass hier in dem großen Raum da einfach wirklich irgendwo in dem Raum spawnt. Es kann halt auch einfach sein, dass der Platz, wo du normalerweise spawnen würdest, in dem Moment belegt wird von jemandem, weil er halt nicht direkt weggerannt ist, sondern stehen geblieben ist beim Kartenstein. Und dementsprechend dann du quasi zum nächsten Spawnpunkt gehst. Ja. Achso, du gehst da hinten lang. Ja, ich kletter hier immer so drüber. Hui. So, aber unser Eisenerzlager fühlt sich wieder sehr schön. Aber wir haben ja eigentlich genug Platz dort am Kartenstein. Ja. Also jetzt in den kleinen Räumen wäre es viel kritischer, da den richtigen Ort zu finden. Ja, das stimmt. Hm. Keine Ahnung. Ich kann es dir doch nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, nochmal ein bisschen Haut gesammelt. Ich wollte gerade sagen, ich sehe immer, wo du lang gehst. Das ist immer die Richtung, aus der du durchkommst. Ja, wir brauchen nur mal Haut. Wir haben nur 30. Nur? Ach, Zwerg, ich will da runter. Er hält sich immer fest. Ich will da runter. Na, ich nehme einfach die Treppe. Ja, das ist möglich, aber. Zu sicher. Da verletzt man sich ja gar nicht. Genau. Ja. Wie nur zum Hinweis, unser Steinlager ist voll. Schon wieder. Ja. Aber man könnte ja versuchen, den Kartenstein
hier in das Gebäude zu setzen, beispielsweise. Das können wir mal machen, ja. Wir haben auch wenig Eisenbahn, ich schmeiß mal ein paar Eisenbahnen an. Mach mal. Wir haben 540 Eisenerz. Ja, wir haben nicht so viel Kohle, deswegen haben wir nicht so viel Barren eingeschmolzen. Wir könnten ja mal die Kohle bei dem Troll abbauen. War da nicht so viel? Ja. Stimmt, das könnten wir machen. Ja. Ich wollte lediglich erinnern, warum wir mit dem Einschmelzen aufgehört haben. Ja, das weiß ich sogar noch. Aber jetzt haben wir auch genug Kohle gerade wieder da. Wir müssen nicht unbedingt Kohle haben. Wir haben drei fast volle Lager. Also ich schmeiß jetzt auch wieder Eisenessen mal bis an. Moment, ich erinnere mich gerade an irgendwas. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, irgendjemand hatte mir gesagt, wir sollten vielleicht nicht so viele Barren herstellen. Weil? Ja, wegen dem Eisen. Weil das irgendwie noch wichtig sein wird, dass man das irgendwie braucht. Cool. Das Erz meinst du? Mhm. Okay. Na, ich habe jetzt nur eine Runde angeschmissen, weil wir noch 30 Eisenbahnen haben. Ich würde jetzt nicht exzessiv machen. Das hat da ich aus dem letzten Mal gelernt, dass ich da ein bisschen aufpasse. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Irgendjemand hatte mir das gesagt. Okay. Im Zweifelsfall Lumi. Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich meinte nur, dass wir nicht so viel produzieren müssen, was wir gar nicht brauchen. Weil jetzt zum Beispiel Kupferbarren brauchen wir ja auch nicht mehr für unsere Rüstung oder so. Aber ja, ob wir jetzt 500 Kupfererz haben oder 500 Kupferbarren, macht nicht den großen Unterschied. Also lieber jetzt Erz lassen, bis wir es brauchen, falls wir es nur noch für was anderes brauchen. Ja. So, Trockenfrüchte sind dann wieder in der Truhe zum Abholen. Sehr schön. Das sind 10. Das heißt, ich kann mir 2 nehmen. Wenn du das Schild nicht ausgerüstet hast, trägt er das mega cool auf dem Rücken. Das stimmt. Ich find's ein bisschen komisch, dass es da so an dem Rucksack dranhängt mit den ganzen anderen Sachen, aber naja. Ja, das geht aber. Die Pfeile, die aus dem Rucksack rausgespießt sind, das sieht noch merkwürdiger aus. Ich vergesse ja, schlimmer aus. Also ganz im Allgemeinen ist der Rucksack irgendwie komisch. Ja, ein bisschen. Das liegt nicht an dem Spiel, das liegt an dem Rucksack. Genau. So. Damit es nicht allzu spät wird, schnappt euch alle noch einen netten Abendtrunk und dann. Ja, noch ein Glas warme Milch. Ich brauche meinen Beerensaft. Jam, gepresster Bär. Kann ich verstehen. Ich meinte eigentlich Beeren im Sinne von Früchte. Nein, gepresster Bär ist deutlich realistischer. Also. Das hat länger gedauert, als ich dachte. So, na dann. Your wife, she may be fine, may give kisses sweet as wine. My lover's got a beard as bright as brass. Yours may smith 1,000 blades, while mine brushes, boils, and braids. My lover's got a beard as bright as brass. My lover, I can see her cross the dimmest, darkest pass. Like some summoned beam of light, ever there to guide me right. My love has got a beard as bright as brass. Ich mag die Lieder wirklich. Ja, die sind cool. Ja. Warum habe ich nicht getrunken? Das wollte ich auch gerade fragen. Jetzt musst du noch mal tanzen. Jetzt, sehr gut. Na, immerhin. Na dann, keine Ahnung. Ab ins Bettchen. Und während wir schlafen, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bye, bye. Tschüss.